Wenn ich dich frage, wie viele Muslime gibt es momentan auf dieser Welt, sag's mir, circa 1,5 Milliarden, korrekt? Ich rede von denen, die sich zurzeit auf dieser Erde befinden. So, wer möchte für jeden gläubigen Mann sowie für jede gläubige Frau auf dieser Erde belohnt werden? Und das sind nicht meine Worte, sondern die von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und es kommt von einem Hadith in Tabarani mit einem guten Isnad, beziehungsweise mit einer guten Überlieferungskette. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn du die folgende Handlung durchführst, bekommst du eine Belohnung für jeden gläubigen Diener, männlich oder weiblich. Er sagte nicht wortwörtlich lebendig. Es könnte auch bedeuten, dass sie Toten mitzählen. Allahu a'lam, und Allah weiß es am besten. Aber du wirst, wie ich bereits sagte, für 1,5 Milliarden Muslime Belohnung erhalten. Wenn man nur die Lebendigen mitzählt, wirst du für allesamt, die sich auf dieser Erde befinden, Hasanat erhalten. Aber wir wissen es nicht genau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam könnte vielleicht gemeint haben, dass die toten Leute mitgezählt werden. Das sind die Wörter. Er sagte: Was du zu tun hast, ist, man istaghfar lil mu'minina wal mu'minat. Wer auch immer um Vergebung für einen gläubigen Mann und einer gläubigen Frau bittet, Allah wird ihm für jeden einzelnen gläubigen Mann sowie für jede einzelne gläubige Frau eine gute Tat geben. Allahu Akbar. Ich möchte nun, dass ihr diese Sache tut. Und zwar jetzt. Ich möchte, dass ihr mit mir sagt: Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Das bedeutet: O Allah, vergib den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Und wenn du etwas hinzufügen möchtest, so sagen die Ulama, die Gelehrten, dass du diese besondere Dua vom Koran sagen sollst. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.